Hallo Leute, willkommen zu Glorious Gaming und ihr seht schon im Hintergrund Amnesia Rebirth. Ja, Tazi Triandon verflucht, ein Monster zu werden, schaffte es den... Warte mal, ich mach mal hier... Oh, das falsche Bild. So, mein Bild setze ich runter. Genau so. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, Tazi Triandon schaffte es, den Arzt ihrer Expedition zu erreichen und mit seiner Hilfe, der hat das Baby gestohlen. Sorry, ich bin auf den Knopf gekommen. Sind wir hier durchgekommen? Sind wir nicht hier durch die Tür gekommen? Nee, warte mal, hier, genau. Wir sind mit dem komischen Zug gefahren, oder? Das ist... Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir aufgehört haben. Ich habe mir mein letztes Videomaterial leider nicht angeguckt. Ich weiß, der Arzt ist mit unserem Baby geflohen, nachdem wir es entbunden haben. Und wir sind ihm da durch die Wüste gefolgt, durch ein Portal rein. Und mehr weiß ich nicht. Ah, verdammt. Ich hätte es vielleicht nochmal spielen sollen. Nochmal angucken sollen, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Ich glaube, aber ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Tür hier. Okay. Ha, okay. Hier waren wir. Okay. Hier ist ein Portal. Damit kommen wir bestimmt gleich zurück. Ja, da fehlt auf jeden Fall so ein Stromdingsbums. Boah, das sieht so geil aus. Richtig gut, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt am Ende des Spiels angelangt. Es gibt übrigens drei verschiedene Enden, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es ja auch mehr. Okay, das ist es doch. Ich habe dir das Kind gebracht. Jetzt rette uns, verwandle uns. Hebe diesen Fluch auf, wenn es das ist, was... Das hier ist. Sie hatte nicht das Recht dazu, die Entscheidung zu treffen. Sie hat mit ihrem Herzen gedacht, nicht mit ihrem Verstand. Da ist er. Verdammte Scheiße. Oh, Tazi. Sie antwortet nicht. Scheißkerl, was hast du mit ihr gemacht? Oh, oh. Oh, Scheiße. Oh. Stopp. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Was bist du? Alter, was ist denn jetzt? Was ist das denn für ein Vieh? Das sieht ja crazy aus. Habe keine Angst, Tazi Triandon. Ich bin nicht drauf aus, dir weh zu tun. Oder deinem Kind. Dann lass uns gehen. Mit dem Portal kann ich sie nach Hause bringen. Sie wird sterben. Du erinnerst dich nicht. Das Kind wird mit einer Krankheit geboren werden. Die Krankheit wird sie dahin raffen. Hier, bei mir, kann sie leben. Hier gibt es Hoffnung. Nein, ich dachte, ich hätte sie geheilt an diesem fürchterlichen Ort. Du hast mir gezeigt. Ein kurzweiliger Aufschub. Wie bei ihrer Schwester ist die Krankheit zu tief verwurzelt. Es tut mir leid. Boah, das sieht so geil aus. Vita kann diesen Verfall eine Zeit lang aufhalten, aber nicht heilen. Sie wird es immer brauchen. Folge mir. Ich werde dich zu ihr bringen. Okay. Aber warum bringt sie mich zu ihr? Ich habe das Kind in dir gesehen. Nur ein Keim, aber im Wachsen. Ich konnte sie nicht sterben lassen. Ich kann ihr auch nicht retten. Ich habe euch alle zu mir geholt, damit sie gerettet werden kann.
Ich habe dir gesagt, dass Vita ihr Leben geben würde, dass sie aber hier bleiben muss. Du hast nicht auf mich gehört. Du wolltest sie nicht hergeben. Du wärst in der Wüste gestorben. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu etwas zu machen, das ich kontrollieren kann. Ich würde mich um sie kümmern. Ich wäre die Mutter, zu der ich bestimmt war. Dieses Miststück. Sieh dich nur an, Tazi. Du bist zu einem Sammler geworden. Bald wird dein Verstand aus nichts als Hunger bestehen. Du kannst nichts mehr für sie tun. Aber ich kann. Du musst mich ihre Mutter werden lassen. Nee, nicht so gerne. Hier. Marie. Ich bin hier. Ich bin hier, mein Herz. Boah, die Hände von der sehen ja voll schlimm aus. Ich bin bei dir. Mama ist hier. Beruhige sie. Hütere sie. Verabschiede dich. Du hast nicht mehr viel Zeit. Und wenn du bereit bist, verlasse sie und komm zu mir. Ich werde dir helfen zu vergessen. Alles ist gut, mein Kind. Ach, laber nicht. Das haben die echt da reingetan ins Spiel? Boah, die... Alter. Hey? Oh Gott, Amari, schau uns nur an. Wie ist es so weit mit uns gekommen? Wenn wir versuchen, nach Hause zu kommen, kann ich es irgendwie schaffen, dich gesund zu machen? Oder wird es wieder so sein wie mit Alice? Boah, die sieht aber echt schlimm aus, ey. Sogar die Brust. Aber dich hier zu lassen mit ihr und all diesen Dingen, die sie tun müssen, um sie am Leben zu erhalten. Was sollen wir nur tun? Das sieht so krass aus. Alter. Junge. Total crazy, dass die das so ins Spiel genommen haben. Schließ die Augen, weine nicht. Ich fühle mich schon ein bisschen unwohl in dieser Rolle. Mama ist hier und wacht über dich. Alter, diese Hand! Voll das Monster! Und ach, nur weil ich so oft erwischt wurde in diesem Spiel. Fuck, ey. Ach, ob das Einfluss auf das Ende hat? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann es hier reinlegen. Ist das das Beste für dich, Amari? Hier zu bleiben, mit einer Aussicht auf Leben? The promise of life. Ja, ich glaube ihr irgendwie nicht, dieser Hexe. Ich glaube ihr nicht. Also wenn ich das jetzt reinlege, das Baby, dann... Och, das geht gar nicht mehr. Achso, ja, stimmt, weil ich das Ding hier rausgenommen habe. Also wenn ich das da reinlege, dann ist ein Ende. Dann führt es zu einem Ende. Sollte ich mich widersetzen? Und wir zwei gehen da hinaus und schauen, was auf uns zukommt. Bitte, Tazi, wie kannst du sie beschützen draußen in der Welt? Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ich werde sie vor dir retten. Ich muss hier weg. Komm schon. Du kannst sie... Kannst sie nicht haben. Ich muss da hinten, wo das Gesicht ist. Ja, ein zweites Ende ist, wenn ich hier... Oh. Nee. Scheiße. So. Wenn ich hier das Vitae-Dingsbums da Versorgung zerstöre,
dann wird ein neues Ende initiiert. Ich mach das mal. Oh. Aber... ich weiß nicht recht, welches Ende ich wählen soll, ehrlich gesagt. So. Ja. Wird ein bisschen abgelenkt jetzt. Die stirbt auf jeden Fall. Hör auf, du wirst uns alle töten. Es funktioniert, wir können dem Ganzen ein Ende bereiten. Aber ich glaube nicht, dass wir überleben werden, mein Kind. Okay, komm, hier raus. Da hier war das Portal. Das habe ich mir gemerkt. Ah, komm schon, lass mich in Ruhe. Okay. Schafft. Nein, tu es nicht. Sie wird nicht überleben. Bin gespannt. Ich weiß es nicht, ob sie überleben wird. Tasi, dein Kind wird ohne Vite sterben. Also das ist auf jeden Fall ein Ende, wenn wir einfach hier zurückreisen und sie zurücklassen. Das ist gut, mein Schatz. Ich bin gespannt. Komm, scheiß drauf. Weg hier. Wir nehmen das Ende. Ich glaube, das ist das beste Ende, oder? Ich kann es mir gut vorstellen. Nein, verlasst mich nicht. Nein. Oh, das war aber schnell. Okay. Alter, sieht die schlimm aus. Schade, dass die nicht geheilt wurde. Okay, wo sind wir denn? Scheiße. Sie ist weg. Sie ist weg. Alles ist gut, Amari. Okay, die Tür geht nicht auf. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Oh. Okay. Ist das Paris? Oh, oh. Was ist mit ihr? Ich bin hier, Amari. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Du frierst ja. Ich werde mich um dich kümmern. Mein Herz. Mama ist hier. Geht's weiter? Versorgerin. Tasi? Alter, das war's. Ich hätte gern schon gewusst, wie es weitergeht. Wer ist geheilt worden, wer nicht? Das kann ich auch nicht überspringen. Ich hasse das, wenn man die Credits nicht überspringen kann, ne? Ah, da. Halte R2 gedrückt zum Überspringen. Das ist ja auch mal kreativ. Ich bin mal gespannt. Ich versuche mal zu laden und die anderen beiden Enden, weiterspielen. Die anderen beiden Enden zu zeigen. Ist ja auch interessant, finde ich. So, da sind wir wieder in der Ausgangslage. Das Baby kann ich reinlegen. Das wäre das zweite Ende, was ich euch zeigen kann. Aber das mache ich nicht. So. Wir hauen ab. Ich will dieses Vieh zerstören, so wie die Vorfahren es wollten. Dafür gehe ich. Kämpf dagegen an, Tasi! Kämpf! Hey, lauf! Kämpf! Beruhige dich!
Beruhige dich da, da, beruhige dich, Amari. So. Okay, so. Hier rein. Wir zerstören das Vieh jetzt. So wie die Vorfahren es haben wollten, zerstören wir das Vieh. Was auch immer das ist, diese Gottheit. Auf dass sie nie wieder Leben zerstören kann. Ups, 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 ups. So. Genau. Jetzt geht's in die andere Richtung. Du wirst uns alle töten. Das funktioniert. Oh, warte mal, das Baby, das schreit. Beruhige dich. Okay. Jetzt darf ich nicht in dieses Licht geraten. Oh, lauf. Boah, das ist geil, wie alles auseinanderfällt, ey. Ups. So. Zum Glück habe ich das mitgenommen. Komm. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, ich bin gespannt, wie das Ende sein wird. Das ist auch cool, dass sie drei Enden eingebaut haben. Und das Geilste ist, dass man das nicht komplett von neu spielen muss, um alle drei Enden zu erreichen. Und zu erleben, auf die Schnelle. So. Ich bin mal gespannt, kann ich noch das Portal nutzen, wenn ich sie getötet habe? Das wäre so cool, ne? Oh. Zerstörst du mich, zerstörst du diese Welt. Bist du ja? Oh nein, 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 nein. Lauf, 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 Tasi. Scheiße. Komm schon. Kämpf an. Nein, 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 kämpf an. Nein. Sie verändert mich. Scheiße, komm schon. Sie darf mich nicht erreichen, sonst verliere ich mich. Oh, hier ist noch ein Dingens. Okay, geil. Oh, jetzt ist sie tot. Und ich bin kurz vorm Ende. Amari, wenn wir das tun, wird alles aufhören. Geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das, was die Vorfahren nicht geschafft haben, habe ich jetzt geschafft. So, das Ding nehme ich noch mit. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dann versuche ich mal das Portal zu... Achso. Boah, die ist tot. Warum? Ich wollte sie nur retten. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Lauf, 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 lauf. Dieses Fleisch. Es tut mir so leid, mein Herz. Oh nein. Oh, ist das ein schlechtes Ende? Oh shit. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, das war's. Ach du Sch. Jetzt bin ich mitgestorben, oder was? Alter, da lebt noch einer, ey. So heftig. Aber die Königin ist tot. Da. Der Turm wird zerstört. Und damit hoffentlich der Schrecken dieser Welt. Aber... Okay, der beruhigt sich. Oh. Vielleicht habe ich noch was Schlimmeres angestellt. Durch dieses Fleisch. Der Typ ist tot. Das ist alles? Mehr wird... Das ist alles? Das ist das Ende? Ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft. Ehrlich gesagt. Okay. Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich sie da reinlege. Hm. Immer wie, wenn ich dich jetzt reinlege, sehe ich dich vielleicht nie wieder. Ja, komm. Sorry, Amari. Es tut mir leid, Amari. Hier hast du eine Chance. Hier wirst du ein Leben haben. You'll have a life. Was ist das denn für ein Leben, Alter?
Okay. Und jetzt? Oder kann ich doch nochmal raus... Nein, warte. Kann ich nicht nochmal rausholen? Okay. Auch wenn ich hier... Nee, ich kann nichts machen. Krass. Kann ich nicht bei dem Kind bleiben? Nee, ich muss mich hier bewegen. Okay. Alter, wie krass. Danke, Tazi. Ich werde sie beschützen. Ich werde sie lieben. Es tut mir leid, dass du diesen Weg gehen musstest. Greift es mich an, oder was? Boah, komm schon, kämpf dagegen an. Okay, ich kann nichts machen. Das ist das Ende. Das Vieh hat Kontrolle über mich übernommen. Ja, super, die ist so ein Ghoul geworden. Ah, gefällt mir das allererste Ende am besten. Ach, guck mal, die kann sich noch erinnern, oder was? Ja, die hat auf jeden Fall ein paar Erinnerungen. Oh. Oder auch nicht. Was für ein Scheißende. Sammlerin. Harvester. Okay, das war Amnesia Rebirth. Mit allen drei Enden. Ich fand's geil. Ohne Scheiß. Eines der besseren Horrorspiele, wo man sich nicht wehren kann. In den meisten muss man halt wegrennen. Und wenn man erwischt wird, dann ist das Spiel vorbei. Man lädt einen Checkpoint und dann muss man wieder von neu anfangen. Und ganz ehrlich, auf lange Sicht gesehen, ist dieses Genre einfach ausgelutscht. Und ich finde die Idee der Entwickler hier von Amnesia Rebirth, ja, den Mut zu wagen, den Spieler quasi nicht zu töten, sondern... ja, wie kann man das sagen? So eine Zwischensequenz einzuleiten, wo der Spieler die Kontrolle verliert. Man sieht, dass Tazi da irgendwo herumrennt und man dann weiterspielen kann. Das finde ich einen richtig angenehmen Ansatz, vor allem für mich, weil ich echt mies im Schleichen bin, wie ihr gerade gesehen habt, wenn ihr die ganze Reihe verfolgt habt. Die Arme, wie sie da dargestellt wurden hier jetzt am Ende, die müssen nicht so aussehen. Wenn ihr tatsächlich es schafft, das ganze Spiel keinmal erwischt zu werden, dann werdet ihr, glaube ich, auch nicht so stark von dem Fluch erwischt wie ich. Und dementsprechend kann auch sein, dass da noch ein verstecktes Ende ist, wenn ihr kein einziges Mal erwischt werdet. Ich weiß es nicht. Mir waren nur diese drei Enden bekannt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie ich das durchgespielt habe. Ich bin so ein bisschen schreckhaft, gebe ich zu. Horrorspiele, ich liebe sie. Ja, ich kann nichts anderes sagen. Also ich würde dem Spiel, ich würde mich auf 7 bis 8 Punkte festlegen. Von 10 tatsächlich. Es hat Spaß gemacht. Die Rätsel waren ganz cool gemacht, mal was anderes. Die Kreaturen sahen schrecklich aus. Echt crazy. Und die haben es auch tatsächlich geschafft, meiner Meinung nach, diese, ja, das, was sie vorhatten, diese hilflosen Figur, Tazi Trianon, darzustellen, die natürlich auch hilflos bleibt über die ganze Zeit, aber dennoch mit dem Twist, dass sie sich so in diesen Harvester verwandelt und sich dann doch zur Wehr setzt, das finde ich ganz cool. Man hat auch dieses, ja, dieses Psychologische. Also was mir so bei Horrorspielen fehlt, finde ich, das ist so, die wollten ja auf diese Call of Cthulhu-Schiene oder auch H.P. Lovecraft-Schiene, dass man Dinge sieht, die natürlich nicht der Realität entsprechen und man nicht so ganz genau weiß, ist es Realität, ist es Illusion, Einbildung. Hier haben die das ganz gut umgesetzt, finde ich. Das ist einer der stärkeren Titel, der auf die Psyche eingeht.
Wenn man im Dunkeln ist, dann hört man Stimmen, man weiß nicht, ob die echt sind oder nicht, dann das Bild färbt sich schwarz, man verliert die Kontrolle. Also richtig genial gemacht. Also ich kann das Spiel jedem empfehlen, der so auf Horrorspiele steht. Eine Erfahrung ist es definitiv wert. Und wer jetzt das ganze Gameplay gesehen hat und sich sagt, ja okay, da war jetzt nichts Großartiges bei, dem muss ich auch recht geben. Da sind viele Passagen, die recht ruhig verlaufen. Aber dennoch, Amnesia Rebirth, geiles Spiel. Wieder Spielwert ist jetzt nicht so stark gegeben, dadurch, dass man die drei Enden auch sehr schnell hintereinander durchspielen kann, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ja, aber ansonsten, Amnesia Rebirth, ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr selber gespielt oder würdet ihr es gerne spielen, nachdem ihr es jetzt gesehen habt? Oder lässt euch das Spiel komplett kalt? Verratet es mir in den Kommentaren. Ich freue mich. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.